Ja, hallihallo, hier Micha von Free3. Heute mal mit einem extra Video. Hoffe ich doch zumindest, dass ich das rechtzeitig hochladen kann. Wie ihr seht, bin ich unterwegs. Das bedeutet, es gibt ein, nennt man das Follow Me Around? Ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls möchte ich, dass ihr mich heute mal ganz kurz begleitet. Im Titel werdet ihr bestimmt schon erkannt haben, worum es geht. Hier ist eine Straße, tut mir sehr leid. Jedenfalls geht es heute auf einen Mittelaltermarkt und Lager in Roßlau. Was genau ihr da oder was es genau da zu sehen gibt, werdet ihr gleich sehen. Ja, nochmal Entschuldigung für diese schlechte Qualität. Es ist sehr laut, direkt an der Straße, sekündlich kommen Autos. Ja, dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Sonst heißt es immer, oh, warum hat er nicht eher was gesagt? Ne? Ja, wir haben auch die Einladung gekriegt, 4 Monate vorher. Ja, den hast du im Lager schon und kannst dann. Das sind wir Freunde, ja, wir sind Freunde. Ja, wir sind Freunde. Gehabt, ich will. Ups. Ja, sogar ein Riesenrad gab es im Mittelalter auch schon. Ja, weiß nicht, sieht man dich? Ja. Gut. Machen wir noch mal eine kleine Runde hier. Viele schöne Sachen zu kaufen. Wenn man genug Geld dabei hat, dann kann man hier, ja, kann man sich hier austoben. Auch beim Trinken. Ja, ich trinke nachher auch noch ein Bierchen. Ich gebe es zu. Nicht ganz anständig auf YouTube, aber egal. Jo. Die Burg übrigens jetzt neu oder wird saniert derzeit? Ne? Saniert? Wird. Fast abgeschlossen. Fast abgeschlossen. Ich kann euch ja mal Fotos von vorher einblenden und dann seht ihr den Vergleich. Sieht wirklich richtig schick aus. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld dahinter steckt. Das kannst du ja mal den Burgwirt fragen. Ja, das können wir durchaus eventuell mal klären. Mal nachfragen, wie viel Geld dahinter steckt. Dann können wir vielleicht mal eine Summe nennen, wie viel das Ganze kostet. Damit ihr auch. Ja, also hier haben wir jemanden, der es ganz genau weiß, wie viel das Ganze, der ganze Spaß kostet, die schöne Sanierung. Wir haben momentan so ca. 2,5 Millionen verbaut. Das heißt knapp 1 Million in den unterirdischen Bereich, Sicherungsmaßnahmen, Wasser, Abwasser, Strom. Dann 1,4 Millionen ist das Paket Dachfassade, wovon das Dach mit knapp 600.000 zu Buche geschlagen hat. Okay, und wer finanziert das? Wo kommt das Geld her? Ja, das sind alles Fördergelder, wo die Stadt halt nur einen kleinen Eigenanteil mit erbringen muss. Alles klar. Okay, Dankeschön. Jo. Hallo. Ich glaube, ich habe den Zoom noch drin. Nee, ich habe ihn nicht drin. Doch, ich habe ihn drin. Ja. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Markt und hier ist meine Mutti. die lagert zusammen mit den Askania Mittelalter IG hinten beim Lager und da schauen wir auch gleich mal vorbei. Ja, also hier gibt es eigentlich alles, Essen, Sachen zum Anziehen, Schmuck. Ja, eigentlich was so ein typischer Markt halt ist, ne? Bloß halt Mittelalter. Ja, es kommen noch ein paar Bilder, blende ich dann ein. Gut, ja, dann bis gleich. Thank you.
ja, wer lesen konnte, also wer lesen kann, hat es gesehen, wo wir uns jetzt befinden oder gleich befinden. Das Ritterlager. Und ja, wir sind auch gleich da. Dann schauen wir mal, was da so los ist, ne? Also hier finden die Turniere statt, mehrmals am Tag. Die sind sehr toll gemacht, sehr interessant zu sehen für Kinder und Erwachsene. Abends gibt es auch ein Nachtturnier mit im Dunkeln mit Feuer und Fackeln und ein Fackelumzug. Ein tolles Theaterstück zum Gruseln, Live-Musik. Lohnt sich also herzukommen, wenn nicht mehr in diesem Jahr, so vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr zur Wasserburg Roßlau. Hier sieht man auch schon, warum es Lager heißt. Das erste Morgenlicht, das mein Lauf vorbeigeht. Der sogenannte Feuerbunker. Angenehm, Männer aus der Küche. Schon zwei Feuerbuchsen gibt es. Mit Muster. Ja, was? Ja, ich bin jetzt hier im Lager bei der Askania Mittelalter EG und vor mir steht Graf Eberhard von Katzenelnbogen. Genau, und ja, ich nutze einfach mal die Gelegenheit und frage, was ihr hier macht und warum und was hier so passiert. Also wir, die Askania Mittelalter EG, fahren auf Mittelaltermärkte oder auch andere Stätten, wo wir unser Lager aufbauen können, um nach unseren Möglichkeiten entsprechend das 13. Jahrhundert nachzuempfinden und auch Besuchern zugänglich zu machen. Und ist dabei sehr wohl bewusst, dass wir das Mittelalter nicht authentisch darstellen können, weil authentisch wäre ausgegraben und angezogen. Aber wir versuchen es, dem Besucher und auch uns ein mittelalterliches Ambiente zu bieten, was es einem erleichtert, sich dort einzufühlen. Und innerhalb unserer Gemeinschaft genießen wir also die Freundschaft, die Interaktion miteinander, die Gespräche und auch die gemeinsamen Dinge wie Kochen, Abend beim Laternenschein zusammenzusitzen, den Tag ausklingen zu lassen und auch das reduzierte Leben, was dieses Mittelalterlager einfach beinhaltet, kein Strom, kein fließend Wasser, gekocht wird auf offenem Feuer. All diese Elemente zeigen einem, wie gut und luxuriös man es heutzutage hat und vermittelt einem am eigenen Leib ein Gefühl davon, wie es in dieser Zeit gewesen sein kann, wie man es auch damals empfunden hat, wenn man mit durchnässten Klamotten vor dem Lagerfeuer sitzt und einfach weiter friert. Ja, schön. Wie lange gibt es die Askania Mittelalter EG jetzt mittlerweile? Und die Askania Mittelalter EG gibt es seit Februar 2008 und wir haben zurzeit 16 Mitglieder.
16 Mitglieder, okay. Und wie oft findet so ein Lager statt und wo überall? So zwischen 8 und 10 Mal. Die meisten Gelegenheiten sind in Sachsen-Anhalt. Wir haben allerdings auch ein jährliches Event, was dann in Katzenelnbogen, praktisch meiner Darstellungsheimatstadt, stattfindet. Und das ist in der Nähe von Limburg. Okay, gut, das war's auch schon. Ja, das war das Follow Me Around. Ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Ich hoffe, dass das Video nicht allzu negativ ankommt oder zu langweilig wirkt. Ich mache es eigentlich mehr oder weniger für die Leute, die auch dort waren. Jeder andere kann es natürlich auch anschauen und für euch ist es natürlich auch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt nicht für jeden unbedingt so interessant wirkt. Beachtet es dann einfach nicht, wenn es nicht eurem Typ entspricht, eurer Meinung entspricht, keine Ahnung. Und wartet auf den nächsten Freitag, beziehungsweise wartet auf die nächsten Tage, denn es kommt in den nächsten Tagen, also noch vor Freitag, ein Infovideo, wo wir kurz ein neues Format vorstellen, schon mal einen YouTuber vorstellen, der uns derzeit kräftig unter die Arme greift und bleibt gespannt. Es geht auf jeden Fall so weiter wie bisher. Das sind ab und zu mal solche Ausnahmevideos wie gesagt, dieses Follow Me Around. Das ist keine Regel, dass das regelmäßig kommt oder sowas. Keine Sorge. Ja, dann bis in den nächsten Tagen, beziehungsweise bis zum Freitag oder bis zum nächsten Free Day. Und wir sehen uns. Ciao.